Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob. Es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich habe mich jetzt mal hierher teleportiert. Im letzten Mal waren wir noch da oben rechts am Meer und haben diese Piratenschiffe da platt gemacht. Irgendwo da hinten. Oh, das hätten wir noch abschließen können. Machen wir auch noch schnell, verdammt. Das hatte ich übersehen. Und dann gehen wir nochmal daher, weil unterhalb ist ein Gelände, das sieht mir so aus, als könnten da noch Schreine sein. Und da will ich mein Glück nochmal versuchen. Dauert ja nicht lange. So, nochmal ganz schnell zum Stall. Aber wenn ich die Aufgabe schon erledigt habe, dann kann ich die auch ganz abschließen, ne? Komm wohl doch nicht. Jawohl, es geht. Ach, ich habe die Schwimmklamotten noch an. Die hab ich gebügelt. Bla bla bla, Stallpunkt. Eine Fit-Karotte. Naja, lieb gemeint. Die Piratenmeute geschafft. So, jetzt gucken wir uns hier mal ganz kurz noch um. Hey, Karte wollte ich doch. Ich war noch nicht in dem Brunnen. Dann labere ich erst kurz mit dem. Genau dafür. Tschüss. Gut. So, schnell umziehen. Was nehmen wir? Das hier. Wie immer. Tag, Chef. Oh Gott, wenn ihr das jemals guckt, ich fliege achtkantig raus. Naja, gut. Oder er hat Humor. Was wissen du, Hund? Das habe ich übrigens tatsächlich mal in so einem Zoo gemacht. Ich stehe da am Zaun und die hatten halt auch Esel. Da kam einer näher und ich sage ihm: Oh, Tag, Chef, Sie auch hier? Nebendran stand eine Familie, die haben sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Nee, ich will nicht übernachten. Lass mich in Ruhe. Haben wir den Wischmopp? Haben wir. Gut. So, dann gucken wir noch schnell in den Brunnen rein. Das sollte ich alles fotografiert haben. Ja, passt. Was ist mit dir? Die stärkste Waffe. Ja, habe ich selber gebastelt. Weißt du, was Leunen sind? Ja, diese riesengroßen rabiaten Ungetüme. Ja, habe ich schon mal gesehen. Am Zugang zur Sturmwindkluft oben im Nordwesten soll so ein Monstrum sein Unwesen treiben. Ja. Nicht nur das Horn eines Leunen hätte. Hoffentlich habe ich eins. Mir deucht, ich habe kein Leunenhorn. Also auf den ersten Blick würde ich eher sagen, nö. Hä, die haben nur 12? Ich dachte, die wären viel stärker. Verdammt. Was soll's. Was habe ich denn da? Blauer Leune Säbelhorn.
Oh Mann. Nee, aber Leunenhorn habe ich wohl eher nicht. Mal gucken. Wenn ich eins hab, dann wird es jetzt gleich merken. Okay. Das ist eine Aufgabe, auf die freue ich mich unheimlich. Etwa so wie auf eine Wurzelbehandlung. Platsch. Speckinho. It's your turn. Krabbel, krabbel. Kein Frosch? Hä? Was machten die hier? Warum steht denn da eine Statue? Oh, guck mal da. Wo kann ich mir Segenslichter holen? Segenslichter, Quatsch, ein Herzcontainer. Auch nicht schlecht. Aber da unten hätte ich jetzt mit keiner gerechnet, ehrlich nicht. Es gibt hier mehr Statuen als ein BOTW? Eventuell? Plupp, da ist es. Interessant. Ich hätte jetzt mit so einem komischen Frosch gerechnet. Naja, auch nicht schlecht. So. Gut, ich sehe jetzt erstmal nichts Interessantes. Unbekannte Tierart. Aber im Stall von Südakala soll ein Bild von einem solchen Tier hängen. Okay. Scheint keine besondere Nebenaufgabe zu sein. Belassen wir es dabei. Was will denn der hier? Hast doch die kleinen Vögel. Es soll ein Pferdegrupp in der Nähe. Verdächtiges Institut. Bla bla bla. Ich glaube, jetzt war ich zu schnell. Egal. Okay. Jetzt zurück zum Ursprungsplan. Und zwar wollte ich von hier aus mir die Gegend hier mal angucken. Also ungefähr, also hier rüber. Und dann einfach mal hier runter marschieren und gucken, ob hier noch was ist. Weil so in dem Bereich, da wäre irgendwie noch Platz. Ich weiß auch nicht. Aber langsam wird es wirklich schwer, die Dinger zu finden. Und das erinnert mich daran, dass da unten noch mal eine Quelle war irgendwann. Also nicht so eine, ach, der schon wieder. Nicht so eine Quelle, wo man Sachen verbessern kann, sondern falsche Richtung, Junge. Sondern so eine Quelle, wo man wo Zelda früher gebetet hat. So. Wir fliegen einfach mal dahin, würde ich sagen. Einfach mal so quer drüber, mit ein bisschen Glück. Wie gesagt, wird irgendwo ein Schrein angezeigt. Aber
groß was Interessantes sehen kann ich hier wirklich im Moment nicht. Das ist gerade sehr schade. Wenn hier jetzt ein Höhleneingang wäre, hätte ich gesagt, da drin ist ein Schrein. So, jetzt laufen wir mal einen großen Bogen. Was ist das denn hier? Das sieht mir erheblich nach Groggy aus. Das machen wir in dem Zusammenhang gleich mal mit. Stein. Ach, da liegt einer. Dann nehmen wir den. Immerhin. So. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Das Bescheidene bei dem Ganzen ist, wenn ich hier drauf zulaufe, die Richtung hier scheint ja in etwa zu stimmen, oder? Ja. Wenn ich hier drauf zulaufe, super. Dann zeigt es mir nicht an, dass der Schrein irgendwo unten wäre. Irgendwo oben wäre. Quatsch. Sondern eigentlich sagt das Ding gar nichts. Jetzt wäre natürlich mein Verdacht, dass hier irgendwo eine Höhle mal wieder versteckt ist. Und hier ist so ein... So ein kleines Tal. Das wäre natürlich prädestiniert für einen Höhleneingang. Das ist kein Höhleneingang, das ist ein Groggy. Mist. Moment mal. Hä? Wo gehört denn das Teil hin? Ach so, da. Huch, du die Bammel. Das war jetzt nicht so schwer.
Schade. Ich fand die Idee mit dem Höhleneingang gar nicht so schlecht. Also bleibt mir jetzt wieder nichts anderes übrig als suchen. Oh. Hallo Farotra, oder? Farotra. Oh, noch gar nicht fotografiert. Zack, passt. Tja. Ja, wie gesagt, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu suchen. Aber das tue ich euch jetzt nicht an. Ihr schneidet raus. Insofern. Bis gleich. Na, da schau her. War gut, dass ich das rausschneiden kann. Ich bin jetzt tatsächlich hier oben auf dem vergessenen Plateau. Also fragt bitte nicht, wie lange ich hier schon am Suchen bin. Und jetzt sehe ich da unten einen Karnickel. Das heißt Höhle. Und der Sensor schlägt auch aus. So. Ich weiß jetzt nicht, wo das Vieh hingerannt ist, aber hier ist schon eine Höhle. Da ist so ein Vieh, das brauchen wir nicht weiter. Das ignorieren wir einfach. Moment mal. Ignorieren, aber vielleicht vorher fotografieren. Ja, genau. Ja. Bergspalter. Den wollte ich nicht. Den wollte ich. Gut. Aha. Hier sind wir anscheinend hinterm Wasserfall. Entdeckt. Totenfluss Wasserfallhöhle. Oh. Das schon mal gut. Platsch. Den hat es zerrissen. Ich glaube, dieses Karnickel kann man mit dem Schwert nicht treffen. Ich probiere es zwar jedes Mal, aber das wird nichts. Welchen Bogen nehmen wir denn? Na, irgend so einen Schrottbogen, den wir nicht wirklich brauchen. So, Moment, Nase jucken. Ah, so, weiter geht's. Ah, das ist doch garantiert wieder ein Raubschleim. Natürlich. Ach, weißt du was? Kannst dich mal gern haben. Tadarok Unschrein. Tadarok Unschrein. Rein. Rein in den Schrein. Und wenn ich das richtig überblicke, ist die unterirdische Karte ein Spiegelbild von der oberirdischen. Was? Feuer und Wasser. Oha. Da müsste hier ein ziemlich tiefes Tal sein. Hä? Was genau wollen die gerade von mir? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich da reinhüpfe, dass ich dann einen Stromschlag kriege. Also legen wir die Dinger mal weg. So, dann steht hier ein Würfel rum. Der ist aus Stein, leitet also keinen Strom oder so. Also könnte das durchaus sein, dass ich den noch brauchen kann. Ansonsten ein kurzer Blick nach oben wie immer. Keine Kiste sichtbar. So. Bewirkt das irgendwas?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, steht das Wasserbecken unter Strom. Moment mal. Okay. Wow. Ah. Da ahne ich schon was. Also den pfeffern wir mal hier rein. Ich brauche einen großen. Neuen. Oh. Das funktioniert erstaunlich gut. Hä, ob das reicht? Ich weiß es nicht. Oh, es reicht echt. Super. Nicht schon wieder. Oh Mann. Warum müllen die mich mit den Dingern zu? Dann machen wir uns mit dem Eiswürfel doch einfach einen Weg. Können wir jetzt das ganze Becken hier zupflastern. Boah, okay. Brauchen wir aber nicht wirklich, denke ich. Den nehmen wir uns aber mit, weil den scheinen wir da drüben zu brauchen. So. Hüpf. Hüpf. Oh. So, welchen Sinn und Zweck könnte diese Kiste haben? Aber die Blitzidee mit dem Löschen war, glaube ich, schon mal nicht die schlechteste. So. Ist da irgendwas drin? Nee, das war anscheinend wirklich nur, um den Würfel da zu löschen. Aber wozu brauche ich den? Jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich brauche den gleich irgendwo an einer anderen Stelle oder ich muss den zerdeppern. Und bevor ich den zerdepper, setze ich ihn mal lieber darüber. Hüpf. 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 Der Stein ist mir doch ein bisschen nah hier dran. So. Moment mal. Aha. Wofür könnte ich das Holzteil brauchen? Jetzt mal ernsthaft. Also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay. Den brauche ich hier. Aus. So. Vielleicht muss der hier sogar da oben drauf. Aber das geht gar nicht erst. Ich hole mir mal sicherheitshalber noch so einen Eiswürfel her. Wow. So, dann nehmen wir mal den hier. Der ist mir nämlich ein bisschen klein. Muss doch richtig denken bei dem Ding hier. Kann man
den vielleicht irgendwie lösen? Ich weiß es nicht. So. Schwimm. Hä? Ach, guck mal da. Jetzt wird er draußen Schuh. Wenn ich nämlich das Ding hier darüber schiebe und das Geschäppere ignoriere da draußen, weil nämlich gerade der Altmetallsammler da ist und irgendwas draußen auflädt. Ich hoffe, das hört man nicht bis hierher. Also bis ins Video. So, jetzt muss ich überlegen. Ich will da nach oben erstmal. Dann setze ich das hier drauf, klebe das zusammen. Wenn ich jetzt die untere Kiste schnappe, müsste ich das da oben draufsetzen können. Ja, jetzt darüber. Ohne einen Stromschlag zu kriegen. Ah, ich dachte schon, das geht nicht. Houston, wir haben ein Problem. Schade, der Gedanke war eigentlich, klang für mich ganz gut. Jäppla. So, dann angeln wir das nochmal runter. Schieben das Ding hier mal sicherheitshalber noch ein Stückchen zur Seite. Genau. Ich sagte zur Seite, bleib wo du bist, du blöde Stromkugel. Der Gipfel. So. Wenn wir das jetzt so aufeinander türmen, dann ist es schief. Na, warum geht das jetzt wieder nicht mehr? Ich krieg einen Anfall hier. Ist das wirklich euer Ernst? Das mit der Reichweite von dieser Ultrahand ist mir manchmal doch ein bisschen schleierhaft. Aber jetzt sieht das Ganze so aus, wie ich es haben wollte. So, und jetzt heben wir das mal freundlich nach oben. Schieben es darüber. So, jetzt müsste es funktionieren. Es war genau so, wie ich es haben wollte. Und wir haben auch sämtliche Kisten in diesem Schrein. Wunderbar. Das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Aber eigentlich, ja, hat es doch insgesamt gut funktioniert. Mit ein bisschen Überlegen, okay, aber ein weiteres Segenslicht. Jetzt können wir auch mal gucken, wie viele Schreine habe ich. 125. Das heißt, da müssten noch 27 Stück irgendwo sein. Wow. Gut, komme ich hier raus? Nee, natürlich nicht, danke. Och, Menno. Da muss ich doch an dem dummen Vieh nochmal vorbei. Oder ich mach so. Tschüss, du Schleim. Plop. Okay.
bin jetzt am Überlegen, ob ich wirklich mal darüber gehen soll. Ich mag zwar den Untergrund nicht wirklich, aber jetzt bin ich schon mal hier oben. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Aber erst, nachdem ich was anderes überprüft habe. Und zwar, hier stand in BioTW ein Schrein. Werden die meisten wissen. So, da geht es auf jeden Fall übel abwärts, ist klar. Südabgrund am vergessenen Plateau. Ist recht. Etwas unterhalb. Oh. Wo sammle ich denn ein? Wie viele von den Dingern habe ich eigentlich? Ja, was soll's. Irgendeins muss ich hier einsammeln. Upsa. So. Also, da unten, unterhalb von diesem Schrein, war früher so eine kleine Höhle. Irgendwie sah das gerade komisch aus. Ah. Okay. Da war früher so eine kleine Höhle mit einer Schatzkiste und, oh. Moment mal. Habe ich irgendwo eine Lanze? Wow. Das ist keine Lanze, könnte seinen Zweck aber ebenfalls erfüllen. Hi. Wupp. Verdammt. Ich dachte, der fällt runter. nee. Da müssen wir was anderes machen auf die Schnelle. Ach, den legen wir ganz klassisch um und fertig. Hallo? Warum hat jetzt nichts reagiert? Komisch. War jetzt nicht so souverän. Ach so. Ich habe ja gar keine Schleichklamotten an. Egal. Jo, da gucken wir mal rein. Das ist Ausdauer wohl nicht drin. Das ist unübersehbar. Oh. Autsch. Ja, gehen wir wieder. Okay, nach zwei Schlägen sind sie weg. Gut, fotografiert habe ich es jetzt halt auch nicht. Nicht so intelligent. Gut, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Zumindest auf den ersten Blick. Ne, sieht nicht so interessant aus. Dann gehen wir jetzt wirklich mal eine Etage höher, um dann postwendend eine Etage tiefer zu gehen. Irgendwann muss ich ja doch in den Untergrund. Da ziehe ich mir aber was anderes. Oh Moment, wie ist denn hier die Temperatur? Ja, geht. Da ziehe ich mir noch was anderes an. Was nehmen wir denn? Ja, tendenziell das hier, ne? Standard. So, wie kommen wir da rein, ohne uns zu versauen mit dem Miasma? Hier. Alter, ist das tief. Ich war hier schon. Ups.
Das ist dann gerade ein bisschen dumm. Was war denn hier? Sehr gute Frage. Moment mal. Ach, verlassene Zentralmine. Mist. Ich dachte, da ist eine Wurzel, aber es ist ja gar keine. Ah, blödelig, blödelig. Tja. Zum Glück habe ich das Teleportierding gesetzt. Weil das war wohl für die Füße. Na gut, wir können dann in dem Zusammenhang vielleicht noch ein paar Irrlichter einsammeln. Wenigstens das. Ich hätte ja reif auf die Karte gucken können, Mensch. Gut, ich suche mir ein neues Ziel. Bis gleich. Bei genauer Betrachtung wäre die Unterbrechung nicht nötig gewesen. Ich habe mich jetzt eigentlich nur nach oben teleportiert und wollte mich umgucken. Und was springt mir da direkt ins Auge? Die Hütte von dem Alten aus BOTW, die ist jetzt auf einmal mit so Pflöcken umzäunt. Und die Lampen, das riecht ganz, ganz schwer nach. Richtig, Jäger. Das heißt, ich klopp mir noch gerade was zu essen in meinen dicken Wanst. Und dann greifen wir das Ding an. Guckt mal da unten links, da ist noch ein Monsterlager. Ah ne, da unten gab es früher den Honig. Ich habe vorhin gesagt, in der kleinen Höhle gab es, wo ich den Honig geholt habe, gab es letztes Mal auch Honig. Ich glaube, das kann sogar sein, dass das gar nicht stimmt. Sondern, dass es da, na, wie heißt das, eine Kiste gab und da unten irgendwo in so einer Mini-Höhle den Honig, aber ist auch wurscht. Wenn ihr BOTW noch nicht gespielt habt, guckt halt nach, ne? So. Und jetzt müsste ich eigentlich mitten in einem Jägerlager stehen. Sieht der Tür nach auch so aus, da ist ein Loch drin, das gibt gleich einen schönen Kampf. Die Frage ist, wie viele sind's? Uah. Hä? Bleibt mal so nebeneinander, Jungs. Schade. Da hat er mich doch nochmal erwischt. Sack. Okay. Sanchi Langschwert. Habe ich da... Ups. Na, lässt du mich? Habe ich das schon fotografiert? Jawohl, habe ich. Okay, das war jetzt echt kein großer Aufriss. Aha. Da wäre ein Durchgang von hinten gewesen. Und da wären Ausdauerpilze und da ist ein Loch in der Wand. Eigentlich insgesamt gar nicht so schlecht, die Hütte. Jetzt noch ein Bett zum Pennen drin ist. Ach, guck mal da. Hallo. Es tut mir leid, es tut mir leid. Bla, 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 bla. Wir haben die Jägermaske entdeckt. Ja, ich habe die Jägerbande vertrieben. Verpfeif dich. Damit haben wir doch das Jäger-Outfit komplett, oder? Ja, ja, ja. Die reden immer so viel. Ich habe gar keine Lust, das zu lesen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Aufgaben ich schon übersehen habe. Moment, jetzt erstmal zwei Dinge. Machen wir anders. Ach. So. Ganz oben rechts, das ist das Akala-Institut, da waren wir schon.
Dann da, das ist neben dem Wald der Crocs, da waren wir auch schon. Und hier sind wir jetzt. Das heißt, da sind die drei Teile der Jägerausrüstung. Aber was ist das? Das ist irgendwo zwischen zwei Bergen. Das könnte irgendwo in der Gegend sein. Oder? Hinten dran sind nochmal Bäume. Naja. Was könnten diese Bäume hier sein? Vielleicht, vielleicht. Wir markieren uns das einfach mal. Und jetzt gucken wir erstmal noch in das Buch rein. Jägerbandenbuch. Bandenrundbrief, Abteilung Bandenrundbrief, Hauptquartier. Strengst vertraulich. Neue Einsatzfahrzeugmodelle. Pieksmobil und Todesschlitten. Bei Beschädigung des Einsatzfahrzeugs unverzüglich Kontakt mit Kollegen aus der Forschungsabteilung aufzunehmen. Einführung neuer Mindestqualifikation. Mitarbeiter im spionagetechnischen Außendienst haben verpflichtend die Erdmanipulation zu beherrschen. Hinweis, Fortbildung zum Erlernen der Erdmanipulation erfolgen ausschließlich im Trainingsbereich des Hauptquartiers. Okay. Weiß ich doch direkt, was ich mache. Das ist nur die Frage. Ist die Karte, die da an der Wand hing, genau genug? Oder nicht? Schon wieder kalt? Natürlich. Oh, wenn mir das schon reicht, ist okay. Moment. Gucken Sie mal hier, schauen Sie mal da. Ist da ein Weg im Fels? Oh, und da geht auch direkt ein Schreinsensor an. Keiner von der Jägerbande einfach ignorieren. Moment. Offiziersbüro. Ich komme damit hier rein. Ist niemand geeignet. Dies ist das Jägeroffiziersbüro. Hier halten wir die Jägeroffiziersprüfungen ab. Du hast alle Gefahren und Mühen auf dich genommen, um hierher zu kommen, also hast du wohl das Zeug zum Jägeroffizier. Aber ich muss dich trotzdem noch einer gnadenlosen Prüfung unterziehen. Bist du bereit oder schlottern dir jetzt die Knie? Gucken wir mal. Diese Froschstatuen, die der Jägerbande geweiht sind, und zwar an 5 Orten im Gerudo-Tal. Hä?
Jeder der Froschstatuen hast du fünf Schwert, also jeder der fünf Froschstatuen hast du Schwertbananen darzubringen. Moment. Okay. Okay, zumindest krieg ich Schwertbananen. Die Jäger-Offiziersprüfung. Hinter dem ist noch eine Tür. Mag er wohl nicht. Also anscheinend muss ich diese Prüfung erstmal schaffen, um an den Schrein ran zu dürfen. Ist in Ordnung. Das heißt, am besten teleportiere ich mich direkt hierhin und werde dann versuchen, das von oben abzuarbeiten. Allerdings glaube ich, dass ich das erst in der nächsten Folge mache. So, wo sind wir denn? Ich werfe nochmal einen Blick auf die Karte. Ja, das kann ich eigentlich alles vom Turm aus hier erledigen. Gut, das Ding machen wir weg, das irritiert nur. Ja, dann machen wir mit der Prüfung im nächsten Teil weiter. Ganz einfache Sache. Okay, dann machen wir hier Schluss und ich hoffe, das hält jetzt die Spannung ein bisschen aufrecht, dass ihr weiter guckt. Und ja, dann wie gehabt, Kanal abonnieren, Videos kommentieren, Glocke aktivieren und Leben genießen. Bis denn dann. Tschüss.